Okay. Hey Leute, ich bin's, euer Patrick von den Last Movie Heroes. Und wie ihr sehen könnt, bin ich heute hier im Kinopolis in Darmstadt unterwegs und ich sitze in einem dieser D-Box-Sessel. Den habe ich ja hier zum ersten Mal entdeckt und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie verändert sich denn so das Kinoerlebnis, wenn man sich einen Film in diesen D-Box-Sessel ansieht. Ich werde das Ding heute testen. Der Francesco wird mir gleich noch ein paar Fragen beantworten, wie zum Beispiel, wie das Ding funktioniert, was es damit auf sich hat, was der Mehrwert ist und alles drum und dran. Ich persönlich hoffe ja, dass mich das Ding mehr kickt als 3D. Das wird mir ja oft so mittelmäßig umgesetzt und da kritisiere ich das auch oft. Ich hoffe einfach, dass mich dieser Sessel jetzt umhauen wird, aber ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich will das Ding unbedingt mal testen. Dann gibt es die Fragen, dann gibt es das Fazit. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt hier den Francesco neben mir sitzen, bestens gelaunt, und du erklärst mir jetzt mal, was versteht man denn unter diesen D-Box-Sitzen? D-Box-Sitze sind bewegungsintensive Sessel, die dich noch mehr ins Filmgeschehen reinbringen, die ein wirklich ganz außergewöhnliches Kinoerlebnis ermöglichen. Wie bringen die mich denn rein? Was können die denn? Die bewegen sich mit, praktisch punktgenau, synchron auf Ton und Bild abgestimmt in manchen Szenen. Das heißt, die können sich nach vorne und nach hinten bewegen, nach rechts, links und nach oben, unten. Plus, sie vibrieren. Das heißt, du hast eine Vielzahl an Vibrationen, Bewegungsmöglichkeiten, die dann dich wirklich ins Geschehen katapultieren. Man kann die Intensität der D-Box-Sitze auch verstellen. Wie viele Stufen gibt es denn da? Das kann man nochmal zeigen. Das Sitze 17 ist jetzt nur der Sitzplatz und hier hast du Plus und Minus. Das heißt, wenn du irgendwann sagst, es rüttelt doch zu arg für mich, ich bin doch in einem Horrorfilm jetzt fix und fertig, möchte aber zu Ende schauen, weil ich wissen möchte, wer ist letztlich... Wer ist der Killer? Genau. Dann kannst du natürlich auch die Intensität mit einem kleinen Klick hier auf die Minustaste verringern, beziehungsweise wenn du sagst, boah, ich brauch's jetzt volle Dröhnung, dann machst du auf Maximum Plus. Bei welcher Art von Film lohnen die sich? Dann würde ich ja schon fast eher sagen Actionfilm, ich weiß nicht, vielleicht auch Horror? Ist eine gute Mischung. Also da auf jeden Fall. Also wenn du sagst Fast Furious mit D-Box und du bewegst dich in den Verfolgungsjagden mit und stößt an, wenn Jason Statham beispielsweise mitten auf der Kreuzung steht, tolles Feature. Horrorfilm ist natürlich richtig cool. Also ich habe letztens einen geschaut. Du kennst es ja, schaust einen Horrorfilm, hältst dir, wenn es gruselig wird, die Augen zu, die Ohren zu und denkst, ah, jetzt wird's gruselig. Aber der Sitz, der kennt keiner Barm. Den spürst du dann beim Jumpscare und dann bist du doch nochmal richtig schockt. Also das ist schon cool. Du hältst dir die Augen zu beim Horrorfilm? Ja, ich grundsätzlich. Oh ja, oh ja. Wie ist denn so das Feedback bisher? Also wir haben eine hohe Auslastung. Es wird auch sehr stark nachgefragt. Also von verschiedensten Personen, Eltern, Väter mit Kindern, große Zielgruppe auf jeden Fall. Bei Familienfilmen haben wir auch einige im Programm. Aber natürlich auch die Action-Fans. Frauen finden es auch mal schön zum Testen. Frauen testen die Vibrationssitze. Ich sage es mal so, bei Shades of Grey ging die Vibrationsfunktion nicht. Schade, liebe Frauen, es tut mir leid. Aber es wäre cool gewesen. Ja, die Frauen hätten ihn überbucht. Ja, wäre eine laute Vorstellung geworden. Hallo. Bei Dramen und so, bewegen die sich dann eher nicht? Also es kommt immer auf den Film drauf an. Also D-Box-unterstützte Filme sind ja nicht die ganze Zeit in Bewegung. Also du hast ja auch ruhige Phasen, wenn jemand spricht, brauchst du keine Bewegung. Würde dich auch irgendwann nerven, wenn du 120 Minuten lang dich nur bewegen musst. Da ist es punktuell nicht sinnvoll. Aber dann, wenn es Sinn macht, wenn es die Szenerie hergibt, die Dramaturgie, dann legt er los. Beispielsweise Jurassic World, wenn der T-Rex kommt durch den Dschungel, dann merkst du das, dann spürst du das. Oder wenn du mit Millennium Falcon durch die Galaxie dich bewegst, da bist du, wow, richtig dabei. Was mir auffällt, ich habe hier auf jeden Fall eine eigene Armlehne und muss die nicht mit irgendeinem Typen neben mir teilen, den ich nicht so attraktiv finde. Absolut, das ist nämlich auch eins dieser Sachen, wo man sagt, es ist schon ein Mehrwert. Auch wenn der Film jetzt nicht unterstützt wird, setz dich hier rein und setz dich auf einen regulären Kinositz, es ist schon ein Ticken bequemer. Deswegen auch Comfort Seats. Ist aber jetzt, wo du sagst, so, dass sowas wie D-Box installiert wird, ist dann eben vielleicht auch, um dem Trend so von Netflix und Co. entgegenzuwirken, die ja dann eben Filme nur fürs Fernsehen produzieren, oder? Man muss ja Reize setzen. Man muss Reize setzen, um die Leute ins Kino zu locken. Aber was ist Kino? Kino ist ein Gemeinschaftserlebnis. Du möchtest gemeinsam mit verschiedensten fremden teilweise Personen lachen, weinen. Du möchtest dich freuen und das auf einer großen Leinwand mit perfektem Bild und Ton plus meinetwegen 3D, plus meinetwegen Dolby Atmos, plus D-Box. Das sind Erlebnisse, die kriegst du einfach zu Hause nicht so geboten. Und deswegen machen wir Kino und deswegen machen wir es groß. Ja, ich muss sagen, ich bin ja immer so ein Gegner von 3D. Deswegen bin ich mal gespannt, ob mich der D-Box-Sitz jetzt hier mehr umhaut als 3D. Weil ich finde eigentlich, 3D ist eine gute Sache. Es gibt schöne Filme in 3D, Life of Pi oder auch Avatar. Die sind echt klasse, aber so das meiste ist halt immer so einheitsbrei. Deswegen geht mir das so ein bisschen auf den Sack, das 3D. Und deswegen finde ich es ganz interessant, dass es diese D-Box-Sitze gibt. Die habe ich auch hier bei euch im Kinopolis zum ersten Mal gesehen. Deswegen habe ich euch gefragt, ob ich das jetzt mal testen darf, was ich ganz cool finde. Was ich aber auf jeden Fall sicher sage,
sagen kann, ist, dass mir das Dolby Atmos sehr zusagt. Das merke ich auch, wenn ich frage nach dem Kino, immer wenn ich Leute bei euch im Kino befrage, wie denen denn Dolby Atmos gefallen hat. Und da sagen die immer super. Immer super, geil, geil, geil. Bei 3D ist es immer so gemischt, da sind die Leute so ein bisschen wie ich, ja, oder nicht ganz so kritisch. Aber Dolby Atmos, das kommt auch richtig gut an bei euch, oder? Absolut. Also Dolby Atmos war eine super Investition und wir machen das auch wirklich nicht nur in einem Kino, sondern du merkst, wir rollen das aus. Es gibt es auch in mehreren Standorten in Kürze. Und für dich dann, wenn dir 3D jetzt nicht ganz so zusagt, wäre natürlich die optimale Mischung ein Film in Atmos plus D-Box. Jetzt, wo ich diesen Getränkehalt hier aber sehe und du sagst jetzt, der Sitz bewegt sich, wäre es dann nicht klüger, stilles Wasser zu nehmen anstatt der Coca-Cola? Na, da haben wir diesen fantastischen Deckelhalter, der natürlich davon abhält, dass was rausschwappt. Mir geht's aber hier um die Kohlensäure. Ich muss weg. Dann, ja, wie gesagt, ich sag's jetzt zum dritten Mal, ich teste jetzt endlich mal diese Sitze, ich bin gespannt und eine Tüte habe ich hier. Und, ich lasse mich mal überraschen, mal gucken, wie es ist und ich lüge euch nicht an. Film ab. Film ab. Ja, das ist ganz nett. Das war jetzt ganz nett, aber ich muss den mal wieder hochschalten. Das ist ja, also auf niedrige Stufe, da brauche ich mich nicht in den Sitz setzen. So ist jetzt der höchste Level. So, das war jetzt mein D-Box-Erlebnis. Ich habe ja am Anfang den Trailer gesehen, da muss ich sagen, war ganz nett, da war ich noch nicht so angetan. Jetzt hat man mir aber eben noch mal eine Viertelstunde Jurassic World 2 gezeigt, diese Szene mit dem Vulkanausbruch, wo die Dinos um einen rumjagen und so. Da wieder der Sitzrüttel und so. Ich muss sagen, ja, boah, also da war man richtig im Geschehen drin. Und ich muss sagen, das hat mich mehr gekickt als dieses mittelmäßige 3D, was sonst immer zu sehen gibt. Ich bin wirklich positiv überrascht. Ich habe jetzt zwar noch keinen kompletten Film im D-Box-Sessel sehen können, aber ich muss sagen, die Viertelstunde, die hat es mir echt angetan und das nächste Mal, wenn ich ins Kino gehe und da lüge ich euch jetzt auch nicht irgendwas hier vom Himmel oder so, nein, da bin ich ehrlich, ich werde mir auf jeden Fall den D-Box-Sessel buchen, allein um mal sagen zu können, wie sich das nach einem ganzen Film ausgewirkt hat. So, dann war es das jetzt von meiner Stelle. Draußen ist schönes Wetter, wird Zeit fürs Freibad, also wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.